Ich hatte 2017 das Glück, die Welthungerhilfe nach Sierra Leone begleiten zu dürfen. Eins der 10 ärmsten Länder. Wir haben dort die verschiedensten Hilfsprojekte besucht und das war so eine spannende, erlebnisreiche Reise für mich. Sierra Leone, eins der 10 ärmsten Länder dieser Welt. Die Welthungerhilfe macht sich zur Aufgabe, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Das ist für mich so sinnvoll, weil sie sind dort, sie zeigen den Menschen, ja, wie könnt ihr euch vernünftig ernähren, wie könnt ihr eure Kinder gesund ernähren. Die Sterblichkeitsrate der Kinder in den ersten 5 Jahren ist extrem hoch. Wie könnt ihr nachhaltige Landwirtschaft betreiben? Wie könnt ihr Hygiene halten, dass ihr nicht krank werdet? Es wird ihnen gezeigt, wie sie mit den einfachsten Dingen Brunnen bauen können, so dass sie eben zur Selbsthilfe greifen können. Ja, das ist für mich so sinnvoll. Mhm, absolut. Vielen, vielen Dank. Gerne. Ich wurde erst vor kurzem angerufen und ich habe sofort zugesagt, weil ich ja doch viel unterwegs bin und sehr viel Elend auf der Welt gesehen habe. Ob das in Nigeria war, Äthiopien war, zum Teil auch in Thailand. Und ja, unvorstellbar, dass noch Leute oder Kinder verhungern müssen auf dieser Welt. Haben Sie denn sonst schon mal gespendet in dem Bereich oder sind Sie da mehr so der stille Spender? Ich bin mehr oder weniger der stille Spender. Wir haben sehr viele Aktionen gehabt. Ja. Damals 86 bei der WM Mexiko haben wir diese Egidius Braun Stiftung ins Leben gerufen, war damals Präsident. In Mexiko Schulen errichtet worden sind und schon jetzt häufiger gesagt, ich war jetzt vor 2 Jahren in Thailand. Bangkok ist eine Millionenstadt, aber wenn man dann auswärts ist oder 2 oder 3 Stunden im Auto in den Dschungel fährt, waren wir in so einem Camp, war wirklich Dschungel, weil freilaufende Elefanten da rumgelaufen sind. Wir haben dann so eine Tafel gehabt, mittags mit Kindern, die dann Reis mit Fleisch bekommen haben. Ansonsten gab es immer nur Reis mit vielleicht ein bisschen Gemüse. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Gerne. Finde ich ja super, dass ihr dabei seid. Warum unterstützt ihr das hier? Ich unterstütze das Ganze sehr gern, weil ich es sehr für wichtig empfinde, auf Hunger aufmerksam zu machen, weil wir leider Gottes auch in der heutigen Zeit eine Vielzahl an Menschen auf der Welt haben, die tagtäglich Hunger erleiden und erleben. Mhm. Neben Not und anderen Problemen und Schwierigkeiten. Spendest du auch selber oder hast du vorher schon gespendet? Haben wir. Wir hatten auch eine Charity Fight Night letzten Jahres in Österreich gemacht für hilfsbedürftige Kinder hierzulande. Und es stand, leider Gottes kam jetzt Corona dazwischen, es stand zur Debatte und wir hatten ein Vorhaben, sage ich mal, statt unseren gewöhnlichen Jahresurlaub, Luxusurlaub zu machen, dass wir mal ein paar Tage in einem notbedürftigen Land verbringen, wo wir Kinder oder auch Jugendliche unterstützen. Durch den Sport und mit einer Initiative, die wir von Herzen dann machen. Wunderbar. Bei dir? Für mich ist es einfach eine Selbstverständlichkeit. Ich habe, glaube ich, noch nie anders gedacht in meinem ganzen Leben. Nicht nur heute oder nicht nur, weil jetzt gerade aktuell der Friedensnobelpreis ans Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen gegangen ist, sondern die Tatsache, dass es auf der einen Seite auf der Welt Menschen gibt, die Lebensmittel regelmäßig wegschmeißen und auf der anderen Seite es Väter gibt, die nicht wissen, wie sie ihren Kindern am nächsten Tag was zu essen geben können. Oder Mütter natürlich. Es ist unvorstellbar. Für mich immer schon gewesen. Deswegen keine 1/10 Sekunde haben wir alle gezögert, um diese gute Aktion zu unterstützen. Spendest du sonst auch? Ich auch, jawohl, natürlich. Ich habe auch schon seit vielen Jahren. Ich bin so einer, ich rede nicht gerne über sowas, ich tue es. Aber ich rede nicht drüber. Ich unterstütze auch World Vision schon seit vielen, vielen Jahren. Mehrere Patenschaften für Kinder, denen es dann auch besser geht, als wenn ich es nicht tun würde. Vielen Dank.